Aufzeichnung. Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, Herr Professor Rössler, hier bei uns im virtuellen Studio an DAFWEBCON im Rahmen von Zusammengedacht. Die diesjährige DAFWEBCON 2022 hat Fokus auf die Fertigkeit sprechen. Und heute hier im Rahmen von Zusammengedacht möchten wir über Chancen und Herausforderungen von sinnstiftenden Vermittlungsprozessen dieser Fertigkeit sprechen, und zwar durch digitale Transformation und mediengestützten Praktiken, Werkzeuge und Tools. Herr Rössler, Sie unterrichten und forschen seit über 25 Jahren an der Universität in Gießen. Unter anderem gehören zu Ihren Schwerpunkten solche Themen wie Verhältnis von gesteuerten und natürlichen Zwei- und Fremdsprachenlernen, Materialanalyse, interkulturelle Kommunikation, Technologie und Fremdsprachenlernen. Meine Frage an Sie: Wie nehmen Sie die Vermittlung der Fertigkeit Sprechen in den letzten 20 Jahren wahr? Im Prinzip diese Diskrepanz zwischen gestern und heute in den einzelnen Vermittlungsprozessen. Ja, ist eine interessante Frage. Es hat sich natürlich unglaublich viel getan. Als ich zum ersten Mal ein Klassenzimmer betreten habe als DAD-Lektor, war das Aufregendste, was man machen konnte, Rollenspiele. Man hat jemandem sozusagen ein paar Kärtchen gegeben und dann durften die miteinander reden. Und wenn man da zurückguckt, hat sich tatsächlich eine ganze Menge getan. Ist schwierig, weil ja sozusagen Sprechen im Klassenzimmer auf sehr unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Also Sie haben das Sprechen, was hilft, etwas zu lernen, lautes Aussprechen für Ausspracheschulungen, um Wortschatz zu erwerben, um irgendwelche Chunks auswendig zu lernen. Das heißt, da sprechen wir, um Form zu erwerben, auch diese tollen Sätze, die wir immer im ganzen Satz beantworten müssen, die ja meistens auch nichts damit zu tun haben, dass wir was sagen wollen, sondern weil wir eine Form korrekt aussprechen sollen. Also diese Art von Sprechen ist sicher sozusagen gleich geblieben. Die ist aber für uns jetzt unter Ihrem Thema die uninteressanteste. Uns interessiert ja sozusagen Interaktion. Wie kriegen wir Menschen dazu, im Klassenzimmer, also in einem sehr künstlichen Raum, etwas zu sagen, was sinnvoll ist und im Idealfall auch noch etwas ist, was sie tatsächlich selber sagen wollen. Und da, finde ich, gibt es schon eine interessante Entwicklung. Also Sie haben, mein dummes Beispiel vorhin mit den Rollenspielen, Sie wollen im Klassenzimmer ja nicht wirklich zum Bäcker gehen und sich ein Brötchen holen, sondern Sie spielen das und meistens relativ knapp. Wenn Sie sich angucken. Naja, wir haben uns hier auf dem virtuellen Sofa auch gerade gemütlich gemacht. Genau. Ne? Das heißt, wenn Sie sich angucken, was so seit Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre, also seit diese kommunikative Wende in das Bewusstsein von Lehrenden und Lernenden reingegangen ist, dann sieht man schon einen Versuch, immer stärker dahin zu kommen, dass Menschen etwas sagen, weil sie etwas zu sagen haben. Ja, also die Rollenspiele sind eben relativ schnell abgelöst worden, entweder so auf der Linie Dramapädagogik, also bewusstes Inszenieren. Manfred Scheve 1993, Buch zum Fremdsprachenlernen inszenieren, und daraus ist eine ganze Bewegung geworden. Und auf der anderen Seite alles, was so im Bereich Projektdidaktik, Begegnungsdidaktik ist, wo wir ja sagen, nicht, oh, jetzt reden wir 15 Minuten im Klassenzimmer, weil wir reden sollen. Ja? Also es gab früher mal diese Standalone-Stunden im Unterricht. Da stand auf dem Stundenplan Konversationsklasse. Ja? Meine ersten Jobs als DAD-Lektor, ich war ja sozusagen der Native, also machst du Konversationsunterricht. Ja? Hat beim ersten Mal wunderbar geklappt. Ich war neu an dem Ort, habe gesagt, was kann man hier abends anstellen. Die haben mich zugetextet, weil sie mir geglaubt haben, ich habe keine Ahnung und sie helfen mir. Ein Jahr später habe ich das Ganze nochmal gemacht. Die wussten aber alle, dass ich schon ein Jahr da war. Dann war das Ganze natürlich fake und hat nicht funktioniert. Also diese Konversationsklassen, die wir damals hatten, waren ein großes Problem, weil die Frage ist, was passiert da?
Ne? Dann gibt es eine ganze Diskussion, reden über Literatur, reden über aktuelle politische Themen und so weiter und so weiter. Also die Entwicklung ist schon hingegangen zu versuchen, reden über etwas und reden mit jemand so sinnvoll wie möglich zu machen. Und das geht natürlich am besten in Projekten, das geht in dem Versuch, Begegnungen herzustellen. Und wenn Sie sich jetzt angucken, seit Digitalisierung, also so seit Jahrtausend, da ist ja erstmal was sehr Interessantes passiert. Erstmal konnten wir technisch nicht reden, sondern wir mussten schreiben. Ja, also mein erstes Begegnungsprojekt war Gießen und Hongkong Ende der 90er Jahre. Da konnten wir uns sozusagen, oder die Studis konnten sich E-Mails schicken. Möglichst keine Anhänge, weil das Ganze schon sozusagen ein technisches Problem wurde. Das heißt, sie haben erstmal geschrieben in einer Situation, in der sie eigentlich am liebsten miteinander geredet hätten. Das heißt, diese schöne linguistische Unterscheidung von medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit, hier hatten sie plötzlich etwas, das war konzeptionell mündlich, aber medial schriftlich, weil es noch nicht anders ging. Ne? Das heißt, da ist, wenn sie böse sind, können sie sagen, da gab es erstmal einen Rückschritt, es gab weniger Sprechen, aber gleichzeitig hatten sie fast synchrone Kommunikation. Ja? Und wenn Sie sich angucken, Begegnungsprojekte vor der Digitalisierung waren erst Briefe, dann Hörkassetten, dann die Videokassette. Ja? Inzwischen ist draus geworden, also meine E-Mail-Kids, wenn ich denen das heute zeige, das ist natürlich hoffnungslos. Inzwischen geht das alles per Videokonferenzen, es geht per gemeinsamen Lehrplattformen, was auch immer. Ja? Das heißt also, dieser ursprüngliche Nachteil, wir können nur schreiben, ist technologisch zurückgegangen und wir können jetzt sprechen und schreiben, wann immer wir glauben, das eine ist sinnvoll, das andere ist sinnvoll. Ne? Und wenn Sie so Mitte 2010, 2014 rum die Arbeit von Katrin Biebighäuser, wo sie Dreiergruppen in die damals existierende virtuelle Welt Second Life geschickt hat. Ja? So, da hatten sie plötzlich einen Ort, der lehrmaterialreich war, da war eine Nachbildung der Berliner Mauer, da war die Tagesschau vom Tag des Mauerfalls und da standen drei Leute als Avatare und konnten miteinander reden, sie konnten auch miteinander schreiben. Und das war natürlich ein unglaublicher Fortschritt im Hinblick auf synchrone Begegnung bezogen auf einen bestimmten inhaltlichen Gegenstand. Ja? Und da muss es irre, also das war... Ich erinnere mich an einen Tritt, ein chinesischer, ich weiß jetzt nicht mehr, Männer oder Frauen, ein chinesischer Student, eine polnische Studentin, ein deutscher Student, die dann plötzlich über den Mauerfall geredet haben. Und die polnische Studentin hat natürlich besonders betont den Beitrag Polens für die ganze Entwicklung mit Solidarność und so weiter. Und plötzlich haben sie wunderbar sowas gehabt wie ein Reden über ein wichtiges Ereignis, ein gemeinsames Reden, und die eigene Position wird eingebracht. Und das war natürlich ein wunderschöner Schritt vorwärts in Richtung, wir reden, weil wir uns was zu sagen haben oder weil wir uns was mitteilen wollen und sind auch engagiert. Von daher finde ich schon, es hat so eine Entwicklung gegeben hin zu, es gibt mehr Interaktion, es gibt mehr sozusagen bedeutungsvolles miteinander reden als früher, als ein Rollenspiel mit ein paar grob skizzierten Kärtchen der Höhepunkt der Interaktion war. Ja, also von daher durchaus ein Fortschritt. Ich glaube nicht, dass wir das schon ausgereizt haben. Also ich hoffe, dass wenn sozusagen jemand hier in 30 Jahren zurückblickt und aus irgendwelchen Gründen dieses Interview noch sieht, sagen wir, ach, niedlich damals, die glaubten, das wäre sozusagen ein Fortschritt. Inzwischen haben wir sozusagen ganz andere Arten von Immersion und inhaltlichem Reden. Reicht das so als grober Zug durch die Gemeinde der letzten 50 Jahre? Ja, das ist sehr spannend und vor allen Dingen auch jetzt die Punkte, Sie haben mit Rollenkärtchen angefangen. Ne? Also ich meine jetzt hier bei Zoom können wir auch schnell den Hintergrund wechseln, unsere Namenskärtchen umbenennen und können, sind auf einmal plötzlich ein Supermarkt. Ne? So, aber dieses authentische, dialogische, das, was Sie gerade auch nochmal betont haben, was ich Sie gerne fragen würde,
Ich höre in den letzten Monaten immer wieder die Aussage, wir hecheln der Digitalisierung hinterher. Haben Sie den Eindruck, dass die moderne Fremdsprachendidaktik auch seit Jahren der Digitalisierung hinterher ist? Würden Sie diesen Eindruck bestätigen? Oh, das ist eine interessante Frage. Ja, ich sag mal jein. Nicht um mich aus dem Verkehr zu ziehen, sondern weil das sehr unterschiedlich ist. Also die letzten 2 Jahre jetzt Pandemie haben wir ja gesehen, wie unterschiedlich Leute auf eine Zwangsdigitalisierung reagieren. Das ist ja sozusagen von Kollegen und Kolleginnen, die vorher nie was mit Online zu tun hatten und die plötzlich unglaublich virtuos sich Sachen angeeignet haben, bis zu am anderen Ende Leute, die mehr oder weniger widerwillig Monologe in die Kameras halten oder PDFs verschicken. Mhm. Also was wir auch im Jahre 2020 nicht haben, ist sozusagen eine Art etablierter digitaler Habitus, dass man sagen kann, das ist Standard. Von daher würde ich sagen, hinterherhinken, ja, da sind wir zumindest jetzt als DAFL habe ich immer das Problem, wir haben DAFL weltweit und ich kann nicht für die ganze Welt reden. Also ich rede jetzt ein bisschen für die Situation, die ich kenne. Also insofern könnte man sagen, die letzten 20 Jahre, immer wenn ich mich mit Fremdsprachenlernen, mit digitalen Medien beschäftigt habe und Vorträge gehalten habe, das hatte häufig immer noch, ja, ist ein bisschen exotisch oder neumodisch oder dieses Beispiel mit der virtuellen Welt vorhin, ja, ist ja völlig, völlig schräg und irre, statt darüber nachzudenken, okay, was haben wir da für Chancen? Also von daher, ja. Andererseits muss man bei so einem Satz auch immer aufpassen, dass er nicht bedeutet, oh, hier gibt es eine technologische Entwicklung, warum macht ihr das nicht? Ja, also der Satz muss weiterhin sein, ich möchte didaktisch sinnvolle Sachen machen, hier beim Thema sprechen. Ich möchte dafür sorgen, dass Leute gut miteinander ins Reden kommen. Und dann muss ich überlegen, was habe ich alles zur Verfügung? Ja, und da ist es natürlich richtig, dass wir vielleicht nicht immer Sachen zu Ende denken im Hinblick auf, was alles möglich ist. Also mein Beispiel vorhin von der Klassenkorrespondenz zu jetzt, wir haben alles Mögliche, wir können gleichzeitig schreiben und sprechen. Und es ist ja faszinierend zu sehen, bildet sich da eine Funktionalität raus. Also wenn Leute jetzt miteinander per Video reden, wann nutzen die den Chat und schreiben? Wann sprechen sie? Also ich weiß jetzt immer, ich glaube auch schon in dieser virtuellen Weltsache fing das an mit bestimmte Sachen macht man eher, tippt man und andere spricht man. Also es ist schon so, ich glaube, wir könnten besser sein. Es darf aber nicht gedreht werden im Sinn von, die Medien sind da, also was machen wir, sondern wir wollen, dass Leute ernsthaft und sinnvoll miteinander kommunizieren. Und wir haben plötzlich die Chance, dass jemand, der 12 Flugstunden vom deutschsprachigen Raum entfernt ist, mit Leuten synchron im deutschsprachigen Raum kommunizieren kann. Das ging vor 40 Jahren per Telefon und war teuer. Ne? Oder per Funk oder sowas und war nicht machbar. Jetzt ist es da, also müssen wir sehen, dass es vernünftig funktioniert. Ja? Das braucht aber wieder sozusagen didaktische Power. Bereitstellung von Kanälen nützt nichts. Ja. Ich erinnere mich an einen in der Englischdidaktik Kollege, der sehr früh dabei war, Andreas Müller-Hartmann, der mal einen sehr schönen Artikel geschrieben hat, wie die Lehrkräfte von zwei Klassen sich in die Haare gekriegt haben und sich gegenseitig beschimpft haben. Die Amis sind typisch, da waren plötzlich Stereotype auf der Betreuerebene unterwegs. Einfach, weil das nicht didaktisch vernünftig zu Ende gedacht war. Also wir bleiben weiterhin diejenigen, die ernsthaft darüber nachdenken müssen, was läuft da, was können wir sinnvoll machen, aber dann bitte auch mit allem, was da ist. Und dann können wir sozusagen sprechen, sehen, lesen, schreiben. Wir können die Fertigkeiten wunderbar zusammenbringen. Das sehe ich schon als ein Plus.
Ja, danke schön, Herr Rössler. Herr Rössler, einen Punkt würde ich trotzdem gerne nachfragen. Und zwar, Sie haben zu Recht gesagt, wir möchten sinnvolle Sachen im Unterricht machen. Also ich bin auch seit über 20 Jahren, unterrichte ich mit Leidenschaft DAF an einer Hochschule. Und trotz zunehmender Digitalisierung, welche Qualitätskriterien sollten aus Ihrer Sicht jede Lehrkraft in einem guten, zeitgemäßen Sprachunterricht, vor allen Dingen mit Fokus auf die Fertigkeit sprechen, so im Blick haben? Einfach so Big Three oder Big Five, was geben Sie uns allen auf den Weg mit? Oh, schwierig. Also wenn ich mit einem Satz anfange, also die Leute, die mich kennen, müssen jetzt mal eine Minute weg. Hören, weil das ist ein Satz, den sage ich seit Ende des letzten Jahrtausends. Wenn man sich nichts zu sagen hat, ist es egal, in welchem Medium man sich nichts zu sagen hat. Also Inhalte bleiben das A und O. Wenn wir nicht die Anlässe schaffen, dass Leute tatsächlich etwas mit der deutschen Sprache anfangen wollen, dann nützen all die wunderschönen Kanäle nichts. Das bleibt, glaube ich, unsere absolute Nummer eins. Ja. Wenn wir akzeptieren, dass Leute, und wenn wir nicht im Schlaraffenland C1, C2 sind, sondern wenn wir uns überlegen, was bedeutet das für A1, A2, B1, also da, wo Lernende permanent im Sprachennotstand sind. Ja. Und wenn wir wollen, dass sie ernsthaft kommunizieren, dann bedeutet das für uns als Lehrkräfte, dass wir es anerkennen müssen, dass Leute mit den wenigen Mitteln, die ihnen zur Verfügung sind, stehen, was machen und nicht, oh, da hast du was falsch gemacht. Da hast du aber ein falsches Perfekt gebildet. Ne? Im natürlichen Spracherwerb ist das ja eine Selbstverständlichkeit. Im natürlichen Spracherwerb, jemand, der anfängt, in der deutschsprachigen Umgebung was zu machen, der sagt halt gestern einkaufen. Temporaladverb plus Infinitiv und die Informationen kommen rüber. Ich habe gestern was eingekauft oder so. In unserem ich sage das flüssig wahrscheinlich und Sie verstehen mich. Ja, ne, genau. Also kommunikativ Sache gelaufen. Wir aus guten Gründen sagen als Fremdsprachenlehrkräfte, lieber nicht, warte doch mal, bis das perfekt dran ist. Würde aber, wenn wir das richtig ernst nehmen, bedeuten, du darfst erstmal 40, 50, 60, was auch immer, Stunden nichts über das erzählen, was du gestern gemacht hast. Leuten was erzählen, was wir gemacht haben, ist aber eine der wichtigsten Sachen, die wir mit Sprache machen. Ja, das heißt also, ich glaube, wir müssen eine Balance hinkriegen als Lehrkräfte. Nicht sagen, Korrektheit interessiert uns nicht mehr. Das ist Quatsch. Dafür werden wir auch bezahlt. Aber dass wir sagen, es darf nicht sein, dass unser Fokus auf Korrektheit dazu führt, dass wir Leute verschrecken, dass sie sich nicht trauen, was zu sagen. Ja? Und das bedeutet natürlich mit unserem Korrekturverhalten, dass wir sehr genau bei Mündlichkeit gucken müssen, wann korrigieren wir. Wenn jemand mit voller Emotion was sagen will, dann darf ich auf keinen Fall korrigieren. Ne? Stellen Sie vor, eine bilinguale Beziehungssituation, eine Streitsituation, der eine sagt was, der andere korrigiert das auf der Formebene, Beziehung zu Ende. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass wir dann sagen, okay, Korrekturen je nach Engagement müssen wir sozusagen eventuell zurückfahren. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns noch nicht klar genug gemacht haben. Ja? Und das andere ist natürlich, dass wir hoffentlich in den nächsten 20, 30 Jahren es immer stärker dazu führt, dass die Lernenden außerhalb des Klassenzimmers kommunizieren, weil sie eben im Netz oder wo auch immer Kontaktmöglichkeiten haben. Und wenn es richtig gut läuft, dann kommen die aus dem Netz zurück ins Klassenzimmer und sagen, gestern bin ich gescheitert, als ich das und das sagen wollte. Oder gestern habe ich ein tolles neues Wort gehört, habe ich aber noch nirgends gesehen. Ja? Das bedeutet aber, ich als Lehrkraft muss offen bleiben. Ja? Solange ich Lektion 1, Lektion 2, Lektion 3 mache, ist es ein geschlossenes System. Mir kann als Lehrkraft nichts passieren. In dem Moment, wo ich sage, bringt alles rein, was ihr aufgeschnappt habt und wir kümmern uns drum, muss ich akzeptieren, die kommen eventuell mit Sachen an, die ich selber gar nicht kenne. Ja? Das muss ich sozusagen als Lehrkraft akzeptieren. Und das bedeutet, unsere schöne Idee, wir machen erstmal nur schriftsprachlichen Standard,
egal ob schriftlich oder mündlich realisiert, funktioniert nicht. Denn dann kommen, da kommen Varietäten rein, da kommt gesprochene Sprache rein, da kommen schräge landeskundliche Informationen rein, von denen ich gar nicht weiß als Lehrkraft, oh Gott, stimmen die jetzt oder nicht? Ja. Und darauf muss ich mich auch einlassen. Also wenn ich möchte, dass Lernende so früh wie möglich selbstständig kommunizieren, muss ich als Lehrkraft öffnen und sagen, alles, was du findest, ist toll. Wir kümmern uns hinterher drum. Und das Beste, was du machen kannst, ist, du kommst mit einer Kommunikationssituation zurück, wo du gescheitert bist. Dann gucken wir uns die Form an. Woran lag das? Und wir werden nie einen besseren formfokussierten Unterricht machen können, als zu dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, mir fehlt Handwerkszeug, um das nächste Mal besser zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Top 3 oder Top 5 waren, aber also dieses Fokus auf Inhalt und ausprobieren lassen, das brauchen wir im Bereich Sprechen. Dass all das andere, Nachsprechen, Sprechen zum Auswendiglernen, ist absolut wichtig und notwendig. Es geht auf keinen Fall darum, einen Gegensatz zu konstruieren. Ja? Aber wenn wir wollen, dass Leute bedeutungsvoll sprechen, müssen wir ihnen Raum geben, dass sie was sagen, was sie tatsächlich sagen wollen. Und das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass wir vor allen Dingen beide wissen, worüber wir sprechen. Auch wenn Sie diesen Satz seit 20 Jahren schon sagen, das hat weiterhin, ist weiterhin sehr aktuell. Ist gut, dann behalten wir ihn. Ja, Herr Rösler, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für dieses Interview, für Ihre Zeit und ich freue mich einfach auf Ihren nächsten Forschungsartikel. Okay, danke schön. Dann an alle, die jetzt zusehen, viel Erfolg bei der Tagung. Danke. Tschüss.